Von dem Oliver Kahn, der ein besseres Rating als Lionel Messi hatte, bis hin zu einem 98er Ronaldo, ist heute alles dabei. Wir reagieren heute auf die Top 5 Fußballspieler in jedem FIFA. So, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, Freunde. FIFA 97. Aha! Rossi. Eintracht. What? Eintracht Frankfurt hat einen 97er. Hä? Kenne ich nicht, wer ist das? Lothar Matthäus mit 35, 94er Rating. Ha, stabil. Mein Geburtsjahr, 97. Wer ist dieser Rossi? Sind doch irgendwo Frankfurt-Fans von euch, unter euch, oder? Also schreibt mir das bitte in die Kommentare. Keine Ahnung, wer das ist, Digga. Raul, 20 Jahre, 95er Rating. Das schmeckt, die Schalke-Legende. 97er Ronaldo, meine Güte. Raul damals wirklich? Ja, Raul war die beste Karte in FIFA. Der hat für Schalke gespielt, Jungs. Ha, Del Piero mit einer wilden Frisur. Zidane, Michael Owen bei Liverpool damals. Also ja, 19, ja. Da ist er dann irgendwann gleich mal Weltfußballer geworden. Dann ist die Karriere ein bisschen, abgeflacht. FIFA 0-0. Shevchenko, Bestie damals, Ronaldo, oh, Rivaldo, Raul. Das ist schon das Who is Who des Weltfußballs. Batistuta war wirklich 94er geratet? Das war dieser wilde Transfer, der ist ja mit 31 damals, da ist ja eine Rekordablöse bezahlt worden damals für ihn als Stürmer und für so einen alten Stürmer noch dazu. Weiß jetzt nicht wie viel, aber heftig. Luis Figo, 94er. So viele hochgeratete Karten wird es heutzutage gar nicht mehr geben. Da ist er, der beste Torwart aller Zeiten, Oliver Kahn. Oliver Kahn, der Titan, die Maschine. Ja, verdient. Also ich hatte früher als Kind ein Oliver Kahn-Trikot. Ich war ein riesen Oliver Kahn-Fan und bin ich heute noch. Also für mich der beste Torhüter aller Zeiten. Ich mag ihn halt einfach. Totti, One Club Legend. Ich bin schon wieder lost, denn... wer ist... Also ich kenne Brigi, ja? Oder spricht man ihn Brigi aus? Ich weiß es nicht. Also sagt mir zumindest was, aber ich kann den bei Gott... nicht zuordnen. Ohne Spaß. Ich weiß es nicht. Edgar Davids mit seiner legendären Brille. Also, wer den nicht kennt, vielleicht die Jüngeren von euch, einfach mal auf YouTube eingeben. Edgar Davids Brille. Der hat immer mit so einer Brille gespielt. Richtig cool. Und Oliver Kahn, 95er Rating. Leck mich doch. FIFA 04. Oh. Guckt euch mal diesen Ronaldo-Blick, der bedeutet Business. Der bedeutet, ja, du bist eigentlich schon hops genommen, bevor das Spiel überhaupt beginnt. Ja, ist einfach so. Nedved. 94er Nedved, da war es bei Juve. Van Nistelrooy, Buffon, du. Stell dir mal vor, Buffon 26, Casillas 23. Ah, Ori 24. Wo ist die Zeit hingegangen, Freunde? Gibt's ja nicht. So, und jetzt ist das erste FIFA, das ich dann so richtig wieder gespielt habe. FIFA 06. Oder als Kind nochmal zumindest ordentlich gespielt habe, auf der PS2. Ronaldinho. Coupé 92er. 91er Terry. Rooney da gerade im Kommen mit 21 Jahren. Ja, Mann. Also viele von euch, auch wieder die Jüngeren, wissen vielleicht gar nicht, wie gut eigentlich Wayne Rooney war. Eine absolute Maschine, der Kerl. Ja, jetzt haben wir das erste Mal Cristiano Ronaldo mit 22 Jahren dabei, mit einem 91er Rating.
Da gab es 5 Spiele mit einem 91er Rating. Okay. Aber Ronaldo, ja, damals die Nummer 1. Und da ist auch schon Lionel Messi. Und Kaká bei Milan damals. Noch in seiner goldenen Zeit, bevor er den Wechsel zu Real zerstört hat. Messi, Ronaldo, Ibra, Casillas, Julio César. Julio César damals, die Triple-Saison vor Inter. Ja, wild gut gespielt, aber... Julio César, hätte ich nicht gedacht, dass ich... Aber es ist jetzt interessant, da sind jetzt 88er-Spieler schon bei den höchstbewertetsten dabei. Messi mit einem 90er-Rating, das höchste Rating. Das ist David Villa. Ja, man sieht... Hat man richtig schön gesehen. Barca, Real und Man United, so die drei großen Mannschaften damals. Ja, auch hier wieder. FIFA 12, das war dann das erste, dass ich wieder mit Ultimate, also online gespielt habe und so. Also, ja, da ging es richtig rund. Da kann ich mich noch an alle Karten und alle Ratings sehr, sehr gut erinnern. 90er Ribéry, ja. Richtig gutes Jahr gespielt damals. FIFA 14, da muss jetzt Victor Ibarbo kommen. Ah, oh, diese wilde Falcao-Karte, Kopfball. FIFA 14 war übertrieben overpowered, also war ein Cheatcode. Robben mit, genau, 90er Robben. Jetzt endlich mal, da war Ribéry dann 88er bewertet, glaube ich, in dem FIFA. Einfach. Ja, es sind immer die gleichen, Messi und Ronaldo natürlich dabei. Neuer jetzt, glaube ich, auch fast in jedem Teil dabei. Ja, muss fast sein. Neymar. 92er Neymar. Und Ronaldo höher bewertet als Messi, gell, in dem Teil. Und im nächsten Teil auch noch. Oh. Und Neymar da schon bei Paris Saint-Germain. In FIFA 19 schon. Es ist so schlimm, wie die Zeit vergeht. Da ist Neymar einfach 26, jetzt ist er 30. Digga. Das fühlt sich an wie gestern. Was are you? 91er Hazard ist aktuell schon fast, ja, kann man sich gar nicht vorstellen, dass der Kerl mal ein 90er Rating verdient hat. Er ist ja nur noch ein Schatten seiner selbst bei Real. Bei Chelsea war er wirklich Weltklasse, kann man nichts dazu sagen, aber aktuell, Digga. Lewandowski endlich! Der beste Mittelstürmer der Welt aktuell. Ist so. Ah, das ist das Aktuelle. Ich weiß, 91er Ronaldo, 92er, 91er Mbappé. Oh. Oh, ja. Ich bin gespannt, was dann nächstes Jahr mit Ronaldo und Messi passiert, fällt mir gerade auf. Denn die Leistung, die sie die letzten Jahre gebracht haben, bringen sie dieses Jahr sicher nicht mehr. Sehen wir da wirklich vielleicht einen 89er oder ein 9er muss, 90er Ronaldo und vielleicht einen 91er Messi oder so? Boah, das wird wehtun. Aber gut. Ja, mega spannend. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welches FIFA ihr als erstes gespielt habt und ja, wer euer Top-Spieler ist, wer sollte das höchste Rating im nächsten FIFA haben. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und bis bald, Ronaldo.